Hallo, ich heiße Maike, arbeite für die Biobäckerei Bäumer und Lutum und heute möchte ich euch mit entführen in das Herz unserer Backstube und dann schauen wir mal, wie hier eigentlich die Kürbismöhre-Vollkornbrötchen entstehen. Gucken wir ein bisschen nach dem Toastbrot, was es bei uns gibt. Und hierzu haben wir unseren Meisterbäcker Joachim. Wir haben aus dem großen Teig hier runde Ballen gemacht und die sind jetzt auch ausgeruht, haben sich entspannt. Das ist wirklich so. Die müssen jetzt wieder ganz locker werden. Hier sind wir jetzt bei der Fortuna und zwar wird hier diese große Masse in 30 kleine Stücken geteilt. Jetzt lege ich sie hier in diese geschroteten Kürbiskerne. Jetzt werden die Teigstücke abgenommen und hier auf das Backblech gelegt. Hier entsteht jetzt aus dem Teig, der da rauskommt, die Kastenform für unser Toastbrot. Wir haben ja keine Backmittel oder Zusatzstoffe hier drin, deswegen müssen wir immer alles im richtigen Moment tun. Dann, wenn die Teigstücke maximal ausgereift sind, dann kommen sie in den Ofen. Das ist ja unser Weizen-Vollkorn-Toast, vegan, alle Zutaten pflanzlichen Ursprungs. Und ich zeige dir mal, wie wir das mit der Maschine schneiden. Hier sehen wir jetzt schon die abgepackten leckeren Weizen-Vollkorn-Toasts. Die Toastbrote kommen jetzt noch mal hier in den Ofen für über eine Stunde bei ein bisschen weniger Temperatur, ungefähr 100 Grad. Und hier werden sie pasteurisiert. Das heißt, hier entsteht die Haltbarkeit der Toastbrote, dass man mindestens 10 Tage lang an diesen rumschnabulieren kann. Unsere Kürbismöhre-Vollkornbrötchen sind schon ein bisschen gewachsen. Ja, die waren ja jetzt im Gärraum, sind aufgegangen. Und jetzt ist der Moment, wo sie in den Ofen kommen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und heute liefere ich die frisch gebackenen Brötchen in die Bio-Company. Wie ihr sehen könnt, werden jetzt die Brötchen von Bäumer und Lutum hier einsortiert. Natürlich unsere Kürbismöhre-Vollkornbrötchen, die wir frisch gebacken haben. Wir arbeiten mittlerweile mit der Bio-Company seit knapp 9 Jahren und beliefern die Bio-Company täglich mit frischen Brötchen, Feingebäck, Broten und alles in Bio-Qualität. Das lange Backen hat ein Ende und das Endergebnis kann sich zeigen lassen. Und jetzt haben wir die ganze Zeit diese leckeren Kürbismöhre-Vollkornbrötchen gesehen und jetzt darf ich sie endlich selber essen. Lecker.